Und wieder wird euch dieses kleine Lehrvideo präsentiert von der Technischen Akademie Bendig. Und bei Bedarf schaut ihr einfach mal auf die Homepage. Dort werdet ihr über die wichtigsten Dinge informiert. Heute wollen wir die Anfrage von einem Kollegen bearbeiten, die folgendermaßen aussieht. Er gibt uns dazu die entsprechende Lösung und in einer Nachrechnung wollen wir sehen, ob sie richtig ist. Dann machen wir uns mal eine kleine Skizze und versuchen das wieder aufzulösen in gegeben und gesucht. Gegeben ist eine Masse von 80 Kilogramm für den Fahrgast. Die Kette, besser gesagt der Durchmesser des Kettenglieds, beträgt 4 mm. Und die Fliehkraftwirkung ist zweifach. So. Gesucht ist die Spannung Sigma Z in dem Kettenglied. Dazu machen wir uns wieder eine kleine Skizze. Faktisch sieht es so aus, dass hier die Kette heruntergeht und letztlich hier die Masse M bei einer Drehzahl von N gleich 0, 1 pro Minute vorliegt. Auf der anderen Seite N größer 0, 1 pro Minute, also zum Beispiel 100 oder 200, wird infolge der Rotation die Fliehkraft, die Masse nach außen tragen und wir stellen uns einfach vor, das würde gewissermaßen so aussehen. Die Gewichtskraft Fg wäre natürlich immer noch die gleiche. Die Fliehkraft F ergibt sich aus der Rotation. Beide zusammen liefern uns die tatsächliche Gesamtlastung Fz und diese sei dann nichts anderes als, naja, wie groß ist die Gewichtskraft? Fg ist m mal g gleich 80 Kilogramm mal ungefähr 10 Meter pro Sekunde Quadrat, also etwa 800 Newton. Fliehkraft ist uns unbekannt. Tatsächlich jedenfalls ist Fz nichts anderes als 2 mal Fg, also 2 mal 800 Newton, also ungefähr 1600 Newton, immer in Bezug auf die Beschleunigung, nicht mit 9,81, sondern mit 10 gerechnet. Nun wollen wir das Problem noch mal ein kleines bisschen weiter aufspalten und sagen, ja, wie sieht denn ein Kettenglied letztlich aus?
wie auch immer. Die Kraft wird letztlich durch diese gedanklich aufgeschnittenen Kettenglieder übertragen. Und zwar in beider Richtung gleich groß. Das heißt, hier wirkt FZ und hier wirkt FZ. Naja, FZ spaltet sich also jetzt in, wenn man es genau betrachtet, zwei Querschnitten auf, sodass man wieder sagen kann, die Kraft FZ wird gebildet durch zwei, oder im Gleichgewicht gehalten, wenn wir das also nochmal jetzt aufschneiden, dann würde praktisch das halbe Kettenglied eben so aussehen. Wobei hier FZ vorliegt und letztlich hier die Größe FZ halbe. FZ halbe. Und wir können selbstverständlich erkennen, dass wenn alles im statischen Gleichgewicht ist, diese beiden Einzelkräfte addiert werden müssen, um der entsprechenden Kraft FZ entgegenzuwirken. Das nennt man Statik. Also in dem Einzelquerschnitt dieses Kettengliedes wirkt also nur die Hälfte der Kraft FZ und FZ halbe wäre dann logischerweise nichts anderes als wieder unsere 800 Newton, die wir schon eigentlich vorher ausgerechnet haben. Ja, und richtig ist natürlich, dass die Spannung Sigma Z nichts anderes ist als Kraft bezogen auf die Querschnittsfläche A oder S, je nachdem, in welchem Buch man nun gerade mal nachschlägt. Die Querschnittsfläche A errechnet sich zu d Quadrat Pi Viertel, da es sich ja hier um einen Kreisquerschnitt handelt. Eingesetzt wäre das also 4 Quadrat mal Pi durch 4. Wenn wir das ausrechnen, können wir diese 4 gegeneinander wegkürzen und sagen 4 mal Pi. Allerdings bitte immer schön in Millimeter Quadrat, weil sonst haben wir die Einheit natürlich hier frech unterschlagen. Ich benutze kurz meinen Taschenrechner und rechne das mal aus. 4 mal Pi sind 12,5 Millimeter Quadrat. Und wenn wir das letztlich hier einsetzen, bekommen wir folgerichtig heraus, ist gleich 800 Newton geteilt durch 12,5 Millimeter Quadrat. Und das wäre dann also eine Spannung von Sigma Z gleich 63,67 aufgerundet oder abgerundet, wie man will, Newton pro Millimeter Quadrat. Tatsächlich ist allerdings zu bemerken, dass die Masse nicht nur an einem Seil, sondern an n gleich 4 Seilen aufgehängt ist. Aus diesem Grunde wäre das die Spannung, die in einem Kettenglied hängt. Allerdings wäre dann die eigentliche Kettenspannung, Sigma-Kettenspannung, nichts anderes als Sigma Z durch die Anzahl der Seile, in diesem Fall 4 Stück. Und wenn wir es dann ausrechnen, dann wären wir hier bei 63,67 geteilt durch 4 Seile in Newton pro Millimeter Quadrat, also ungefähr 16 Newton pro Millimeter Quadrat. Also doch eine Reihe von kleinen Bösartigkeiten, die man zu berücksichtigen hat, um damit nicht Konkurs zu gehen. Ja, ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.